Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Im heutigen Video geht es um das Thema Langhandel gegen Kurzhandel. Was ist besser? Wo liegen die Vorteile? Das schauen wir uns heute mal an. Ich habe auch hier schon ein kleines Blatt vorbereitet, wo ich mir die einzelnen Punkte aufgeschrieben habe. Werde es euch dann natürlich im Video einblenden, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, fangen wir mal an. Bei der Kurzhandel, wo haben wir hier den ersten Vorteil? Ganz klar in der Koordination. Ja, also das dein Gehirn muss mehr arbeiten, wenn du zwei Gewichte unabhängig voneinander hochdrücken musst. Du wirst das zum Beispiel sehen, wenn du einen Anfänger Bankdrücken lässt mit einer Langhantel, wird es ihm vielleicht auch schon schwerfallen, wird schon wackelig ausschauen, aber gib ihm da mal zwei Kurzhanteln in die Hand. Der wird dann überhaupt nicht mehr klarkommen. Der wird dann, ja, mit einer Seite wird er schon oben sein, mit der anderen noch so halb unten. Also die Koordination wird hier geschult und du musst einfach mehr Koordinationsarbeit verrichten. Außerdem, was ich jetzt noch nicht draufgeschrieben habe, es werden mehr Hilfsmuskulatur benötigt oder benutzt oder aktiviert, sagen wir es so. Stabilisationsmuskeln, ja. Du musst viel mehr ausgleichen mit der Tiefenmuskulatur, mit der Stabilisationsmuskulatur, als wie bei einer Langhantel. Die Langhantel ist relativ stabil, lässt sich relativ stabil hochdrücken, da wackelt nichts und ja, das ist einfach ein Vorteil. Dann schauen wir uns den zweiten Punkt an, Disbalancen. Ja? Jemand, der eine starke Disbalance hat, zum Beispiel eine deutlich stärkere rechte Brust, ja, der wird dann beim Bankdrücken immer so ausschauen, wird dann die Stange immer etwas schief hochdrücken und das kannst du bei der Kurzhantel eben vermeiden, ja, weil du musst quasi mit beiden Seiten gleich hochdrücken, ja, sonst kommst du mit einer nicht drunter. Du kannst jetzt nicht mit der rechten, weil du da mehr Kraft hast, ausgleichen, deswegen bleibt die linke Hand immer noch unten. Ja. Da könnt ihr dann dran arbeiten, die Disbalancen, vor allem die Kraftdisbalancen zu durchbrechen und quasi gleichmäßig Kraft entwickeln. Dann haben wir hier noch die ROM, also die Range of Motion, das heißt die Bewegungsamplitude, ja, die ist natürlich beim Kurzhandelbankdrücken, wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich viel näher in die Dehnung, viel mehr in die Dehnung als beim Langhanteldrücken, weil da irgendwann ja, die Stange auf meiner Brust aufliegt und dann geht es einfach nicht mehr weiter runter. Und bei einer Kurzhantel könnt ihr dann ja, hier die Kurzhantel vorbeiführen, am Körper sogar. Aber es kommt natürlich immer auf die jeweilige Übung drauf an. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Military Press haben und Schulterdrücken im Sitzen, dann habt ihr beim Military Press eine höhere Range of Motion als wie beim Schulterdrücken mit der Kurzhantel im Sitzen. Dann, nächster Punkt, Verletzungen. Ja, jeder kennt das, jeder hat wahrscheinlich schon mal die Roll of Shame gemacht, habe ich letztes Jahr auch wieder machen müssen beim Maximalkraftversuch, beim Bankdrücken. Ja, ihr habt ein viel zu hohes Gewicht oder ihr meint, ihr könnt die Wiederholung noch schaffen, geht dann runter beim Bankdrücken, ja, und dann seid ihr an einem toten Punkt, es geht nicht mehr nach oben. Und ja, was macht man dann? Ihr habt links und rechts die Klammern dran, also das Gewicht in eine Seite kippen geht auch nicht. Also was macht man? Ja, man muss schauen, dass man das Gewicht langsam über den Bauch abrollen kann, quasi die Roll of Shame. Und ja, da ist die Verletzungsgefahr relativ hoch, dass man sich da ja, wehtut einfach. Und das hat man bei der Kurzhantel nicht, denn wenn ich hier jetzt beim Kurzhantelbankdrücken nicht mehr hochkomme, was mache ich einfach? Ich lasse einfach die Kurzhanteln fallen, zack, bumm, kann aufstehen. Easy. Dann der letzte Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist unilateral. Ja. Du kannst nämlich, wie schon vorher angesprochen, du kannst einzeln du kannst einzeln jede Seite trainieren. Ja, du musst nicht gleichzeitig hochdrücken. Du kannst zum Beispiel, ja, wie gesagt, das ist auch für Leute, die Disbalancen haben, zum Beispiel, du kannst, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel, doch, zum Beispiel bei Seitheben kannst du bilateral trainieren. Ja, sorry, jetzt habe ich irgendwie einen Hänger. Du kannst erst die Seite hier hochheben und dann die nächste Seite hochheben. Also du hast den Vorteil, dass du einfach quasi nicht gleichzeitig hochheben musst. Das ist für manche Leute vielleicht interessant. Dann kommen wir jetzt zur Langhantel.
Ja, habe ich als ersten Punkt Progression. Ja. Was meine ich damit? Natürlich kannst du auch mit Kurzhandelprogression machen, aber es ist schwieriger, weil die Gewichtssprünge einfach zu oder höher sind, ja, als bei einer Langhantel. Bei einer Langhantel kannst du jedes Training zum Beispiel oder jede Woche, je nach Trainingszustand, um 1,25 Kilo auf jeder Seite steigern. Ja. Also gesamt um 2,5 Kilo. Und das ist noch machbar. Aber jetzt zum Beispiel bei einer Kurzhantel hast, sagen wir mal, machst 36 Kilo Kurzhantel Bankdrücken. Der nächste Sprung wäre dann aber schon 38 Kilo. Ja. Aber das ist eben nicht gesamt, sondern pro Seite hast du 2 Kilo mehr. Und das sind dann gesamt 4 Kilo mehr. Und 4 Kilo mehr können wirklich eine Menge ausmachen. Es klingt so wenig, aber ich habe es letztes Mal gesehen beim Bankdrücken. 5 Kilo habe ich einfach nicht mehr hochbekommen. Also Wahnsinn. Also hier bessere Progression, vor allem wenn man noch den Aspekt dazu nimmt, dass man bei Langhantel auch sogenannte Microplates hernehmen kann. Das heißt, du kannst teilweise sogar um 250 Gramm steigern oder um 500 Gramm steigern. Also bessere Progression, machst du schneller Gains und insgesamt läuft deine Progression dann besser ab als wie mit Kurzhanteln. Dann nächster Punkt, das Setup. Ja. Du legst dich rein in die Bank. Die Langhantel liegt schon auf in der Ablage, kannst dich ruhig positionieren, hast keinen Stress, kannst die Schulterblätter nach hinten bringen, ja, kannst eine Brücke machen, einfach ruhig dein Setup machen und dann rausheben, dann eigentlich nur mit dem Latt nach vorne bringen und dann anfangen zu drücken. Und das ist einfach viel, viel einfacher als wie bei einer Kurzhantel, weil was musst du bei der Kurzhantel machen? Du musst erstmal das Gewicht auf deine Beine bringen und es dann umsetzen. Und ja, dann kann es schon sein, dass du vielleicht die Spannung im oberen Rücken wieder verloren hast und dann wieder aus einer Scheißposition drückst. Also es ist viel, viel leichter, das Setup zu behalten mit einer Langhantel als wie mit einer Kurzhantel. Dann Thema Verletzungen, ja, habe ich vorher schon gesagt, ist nicht ganz so einfach, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gewicht hast, was du nicht mehr hochbekommst, da wieder rauszukommen. Kannst dich leichter verletzen als wie mit der Kurzhantel, zumindest meiner Meinung nach. Dann noch ein Punkt ist, ja, es ist insgesamt stabiler, ja, also eine Langhantel ist wesentlich stabiler als zwei Kurzhanteln in der Hand zu haben. Vor allem Anfänger werden das merken, ja, dass es nicht so rumwackelt. Natürlich wackelt es bei jedem Anfänger ein bisschen rum, aber definitiv nicht so krass wie bei zwei Kurzhanteln. Ja. Und dann der letzte Punkt ist gleich mit dem Vorteil von einer Kurzhantel oder genau das Gegenteil. Es ist bilateral, das heißt, ja, er drückt gleichzeitig nach oben. Ja, beide Arme oder beide Brustmuskeln müssen gleichzeitig arbeiten und ihr habt eine gleichmäßige Beanspruchung der Muskelfasern. Und ja, also das waren jetzt die Gegenüberstellung Langhantel gegen Kurzhantel. Wer gewinnt eurer Meinung nach? Also ich finde, rein von der Progression her ist die Langhantel am besten. Und natürlich verteufle ich auch keine Kurzhandelübungen. Ich finde sie wichtig, vor allem, um dann im Training noch ein bisschen Volumen reinzubekommen. Also schreibt es mal in die Kommentare, was sind eure Favoriten oder was gefällt euch besser, Langhandel oder Kurzhandel. Schreibt es rein, teilt das Video mit euren Freunden. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Training. Ciao. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries.